Hallihallo, ihr lieben Leute von da draußen. Es ist soweit, es ist Top-Spiel-Prognosenzeit. Jawollo, wir nähern uns immer weiter dem Saisonfinale. Und wir haben uns wieder das Top-Spiel rausgesucht, das dann an dem heutigen Samstag heißt Eintracht Frankfurt gegen die Borussia aus Gladbach. Tabellarisch ist es so, dass die Frankfurter gerade auf den siebten Tabellenplatz sind. Die wollen natürlich gerne noch etwas hochklettern. Ne, gerade was die internationalen Plätze angeht, wäre das entscheidend. Ne, 41 Zähler haben sie. Der sechste wäre Bayer Leverkusen mit 43 Zähler. Dann ist schon Freiburg mit 47. Also Leverkusen ist in Schlagdistanz und sie müssen aufpassen, denn Mainz ist auch mit 41 Zählern. Wer hätte das gedacht, ne? Dass Mainz jetzt so nochmal aufholt in der Rückrunde und so weiter, ist jetzt auch mit 41er punktgleich mit Eintracht Frankfurt. Ja, krass. Ja, und Gladbach, aber auf Tabellenplatz 10 mit 35 Zähler, also ganze 6 Zähler weniger im Tabellen-Niemandsland, wie man so schön sagt. Ne? Ja, absteigen werden sie nicht, da brauchen sie sich keine Gedanken machen, aber nach oben brauchen sie sich eigentlich auch nicht mehr viel Kopf machen. Ja, also so oder so wird es wahrscheinlich ja ein Platz im Niemandsland der Tabelle, weder Abstieg noch irgendwie internationale Plätze, was natürlich für Gladbach, ja, sagen wir mal so, erstmal okay ist, ne, weil da gab es ja auch noch ganz andere Zeiten. Und ja, natürlich mit dem Blick immer nach vorne gerichtet. Ja, mal schauen. Mit Arke, denke ich mal, haben sie jemand an ihrer Seite, der das realistisch einzuschätzen weiß und der ja auch schon gesagt hat, es ist einfach utopisch, jetzt schon zu denken, dass Gladbach irgendwie bereit wäre für irgendwelche internationalen Aufgaben etc. pp. Das muss ich erstmal wieder so langsam entwickeln. Und damit hat er recht. Ja, genau, so. Aber die Frankfurter, die wären natürlich gerne wieder international dabei. Sie haben ja in den letzten ein, zwei Jahren gezeigt, dass sie da durchaus für Furore im Prinzip sorgen können. Dieses Jahr waren sie da leider nicht so erfolgreich, aber im letzten, ne, man erinnert sich noch. Mal schauen. Aber wie gesagt, da muss halt jetzt einfach mal eine konstante Leistung her. Die hat ja in der letzten Zeit, gerade in der Bundesliga, auch nicht immer so gestimmt. Und auch um den Trainer Glasner wanken sich ja immer mal wieder Gerüchte, dass er vielleicht nach der Saison gehen könnte. Man weiß es nicht. Schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall in der Deutschen Bank Arena. Wir haben Flutlicht, was schön ist. Rasen ist auch ein Traum. Und ja, schauen wir mal. Dann wanken sich natürlich auch die Gerüchte, was gibt's mit Kolumbiani oder wie auch immer. Wo geht er hin? Ne? Er würde ja gern zu den Bayern. Bayern werden sich sicherlich auch mit ihm beschäftigen, weil ich denke, der Transfer wäre möglich für die Bayern. Ja. Osimhen oder Osimhen, den wo von Neapel ist da eher wahrscheinlich ein Paket, das sie nicht schnüren können, weil das ist, glaube ich, so ein 100-Millionen-Ding und das ist auch selbst für die Bayern einfach nicht drin. Genauso wie auch Kane. Schwierig. Naja, aber wir sind gespannt. Jedenfalls werden die Bayern auf jeden Fall auf der Suche sein nach einem richtigen Neuner. Das hat man ja schon gemerkt, das hat gefehlt. Ne? Man dachte ja, er ist der Lewandowski-Ersatz. Also quasi der Abgang von Lewandowski würde nicht so schwer wiegen. Aber im Laufe der Saison hat es ja dann doch gezeigt. Ja, doch. Da, der hat ordentlich eine Lücke reingerissen.
Wieso ist das immer im Mittelkreis eigentlich so schattig? Das ist ein Bug oder so. Da ist er, aber. Ah ja, wegen dieser Anzeigetafel, die riesige. Oder? Ach so. Ja, aber dann müsste man ja auch einen Schatten sehen, aber das ist. Das stimmt. Das ist immer nur. Ach so, ich dachte, oh, Kevin! Krapp! Oh, das war. Oh, der war zu dicht. Also da, wenn. Diese? In dem Moment, wo du. Okay, ja. Bist, dann hätte man ja auf dem Rasen auch was sehen müssen bei Columbia! Au! Was ist denn hier mit Gladbach los, ey? Da wurde ja jetzt bekannt, dass Benzebaini oder wie auch immer er ausgesprochen wird, oder Benzebaini oder ich weiß es jetzt nicht, ja, und Thuram, ja, die gehen ablösefrei. Die muss Gladbach auch erstmal ersetzt kriegen. Ja, Thuram. Dann auch wieder so ein Ding, ne? Das ist halt auch eins der Sachen, ne? Sie haben halt auch. Obwohl sie ja schon Qualität in der Mannschaft haben, aber hier und da haben sie ja doch einen oder anderen Abgänge gehabt. Oh. Und da haben wir ja der Benzebaini, da ist er ja. Stindl mit der Flanke. Oh Gott, war der schlecht. Thuram. Ja, okay, ja. Das war too easy. Stindl. Stindl, da ist er. Der alte Mann. Ach, guck mal. Schön für ein Foto. Erstmal, was er mal Foto gemacht. Ja. Ja, das ging dann doch zu einfach. Da hat er die Lücke gesehen und da hat er sich dann da Knauf. Ist da sehr, sehr schnell, aber es läuft keiner mit. Ja, da ist halt auch die Zukunft noch nicht gesichert. Bei Knauf geht er wieder zurück zum BVB. Er will ja, glaube ich, eigentlich nicht. Oh, ah. Abseits. Das war auch noch. Dolle. Hä? Hast du gefällt? Hey. Hab gar nicht gesehen. Oh. Oh. Gut geblockt. Oh. Oh, gehalten. Sehr gut. Sehr gut. Von Trapp. Oh, ja, Scheiße. Warum nicht? Können wir mal machen. Da ist er knapp. Ach, der Weigel spielt ja auch wieder da. Der ist ja wieder zurück. Stimmt, ja. Hat ihn in Portugal nicht. Ach, rein, was ist das denn? Reingabe. Ja, da entschuldigt er sich auch. Diesem gänzlich misslungen. Hoffi. Oh, schön. Kann sich Thuram durchsetzen. Trapp ist wieder da. Ja. Ja. Klasse gehalten. Oh, und noch wieder. Mal. Oh, schöne Ecke. Ah, der war nicht. Oh, da muss er doch. Verdrückt. Da muss er doch. Oh, Scheiße. Ah, was ist das? Die Eintracht-App nicht vergessen.
shit. Schöne Grätsche. Oh. Ja. Das ist zu einfach dann. Wenn sie dann erstmal die Abwehrreihen hinter sich gelassen haben, dann ist es überhaupt kein Thema. Oh. Und schon wieder, aber diesmal. Vielleicht wollten sie ja auch auf Abseitsfalle spielen, aber dann haben sie es bisher zweimal relativ schlecht gemacht. Und auf der anderen Seite kommen sie da einfach nicht durch. Oh, der ist noch drin. Oh, Kolomoani, schnell. Hat's auf dem Fuß und der gibt ab. Oh. Oh. Omlin ist da. Ja. Noch der zweite Torwart, der Tobias Simpel, hat jetzt nochmal bis 2024 verlängert. Hätte man so auch nicht gedacht. Da dachte man auch schon, die werden sich dieses Jahr trennen, beide Parteien, aber da hat man sich doch nochmal auf einen Jahresvertrag geeinigt. Und dann mal schauen. So, zweite Halbzeit. Oh, faul. Schön rausgekommen. Wichtig. Der direkte Gegenzug. Ah! Oh. Und Trapp ist da. Mann. Ja, da ärgert er sich, weil die Vordermänner schlafen. Und er kann es wieder ausbügeln. Oh. Er ist 30 Metern abgezogen. Oh, Fabrix hier, aber direkt in die Arme von Heiko. Oh, das war Götze. Das war Götze, ja. Aus 4 Metern. Ja. 5 Metern. Ich der Meinung bin, den hätte man festhalten können, den hat er ja schon. Ach naja, ja gut. Höchstens von der Wucht halt des Kopfballes, ne? Ja. Oh. Geht noch was für die Eintracht? Oi. Ein halten gesehen. Doch dann fest. Ah, und dann die Schnelligkeit und dann, ja. Oh nein! An den Pfosten gehebt! Wollte schon die eigene Abgewichstheit dann. Sehr schön gemacht mit dem Heber. Glück für die Eintracht. Und im Gegenzug. Ah. Oh, der war wichtig. Der war wichtig. Der war wichtig. Die Götze. Ja. Ei.
Frankfurter schmeißen jetzt alles rein. Schöne Grätsche, alles sauber. Was? Ja. Hä, war dabei gespielt? Ja, manchmal ist auch trotzdem bei, trotz Ballspielens ein Foul. Ah. Oh! Kolumbiani, da war er. Das weiß er selber, die macht er eigentlich. Nur Neuhaus geht, zweiter Stürmer kommt. Jawohl, Blair. Oh, knapp. Vorteil. Na? Ach, schön. Boah. Aber nicht effektiv. Na? Oh. Ja, wer kriegt ihn denn jetzt? Oh. Gut aufgepasst. Ai, ai, ai. Oh, da war doch ein Foul eigentlich von... Oh. Und oh. Schon wieder Götze mit dem Kopfball. Alter Schwede. Alter. Das hätte Götze zum Helden des Spiels werden können hier. Ja, aber Frankfurt tut ihm gut. Ich meine, ja, wichtig. Ja. Von Heiko. Ich meine, von Kevin. Das. Ach ja, warum sage ich immer Heiko? Heiko. Mein Onkel heißt Heiko. Mein Onkel heißt Heiko. Mein Onkel heißt Heiko Trapp. Also. Das ist witzig. Deswegen habe ich Heiko gesagt. Und im Gegenzug der Ausgleich. Also, Herr Kolumbiani. Ja, der trifft in jedem Spiel, der Typ. Der ist einfach krass mit seinen 23 Jahren. Das stimmt, ja. Irgendwie will den jeder haben. Also selbst ich bei FIFA. Im Karrieremodus. Ach, oh. Wäre wahrscheinlich eh abseits gewesen. 2-2, munteres Spiel. Oh, ja, gut. Das gibt gelb wahrscheinlich. Ist faul, ja. Ein Dicker. Oh Gott, was soll man hier draus was machen, ey? Ach du Scheiße. Oh. Das war so nicht geplant. Der fällt da noch rein. Der fällt da noch rein. Da stimmt, oder? Das war wieder gerechnet. War noch. Ah, nee, Hoffmann. Ach, Hoffmann, was. Hoffi. Oha. Nein. Was ein Tor. Das hätte ich doch nie gedacht. Was ein Tor. Oh, den müssen wir nochmal gucken. Ja, klar. Oha. Also, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Hammer. Ich habe gedacht, der geht vorbei. Boah. Und da dreht er sich da noch. Ich habe nicht gedacht. Boah. Krass. Ja, die Bande kann man auch mal finden. Ja. Ach du meine Güte. Das war überraschend. Oh. Hammer. Ja, manchmal erlebt man schon was hier. Oh, was machen die denn? Ja, Hoffmann, zu Recht in der Nationalmannschaft. Oh. Ja, krass, ne? Was der nochmal für eine Entwicklung quasi mitgemacht hat. Ja. Denkt man manchmal nicht. Also wie ja auch Füllkrug, ne? Ich meine, der ist ja auch schon ein paar Jahre schon dabei, aber.
Der wird ja wahrscheinlich Bremen verlassen, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, ja, der, also der will ja auch gehen. Der will noch mal was erleben. Oh, und wieder Trapp. Glück. Ah. Ja, Trapp ist heute richtig gut drauf. Oh, der war schlecht. Der war nicht gut. So, 88. Minute. Geht da noch was? Und wieder Trapp. Ja. Fühlt sich heute sprichwörtlich von seinen Vordermännern im Stich gelassen. Da, vielleicht noch der letzte Angriff für die Frankfurter. 3 Minuten Nachspielzeit. Eventuell, wenn er noch ein bisschen anders gekommen wäre. Ja, das war's. Gab es Ergebnis? Ja, aber durchaus auf jeden Fall verdient für die Gladbacher. Wir haben einfach mehr investiert in diesem Spiel, muss man ganz klar sagen. Das spiegelt sich auch wieder in der ersten Halbzeit wieder. Ja, die Frankfurter haben erst quasi ab der zweiten so wirklich richtig mitgespielt. Trotzdem würde ich sagen, ja. Chancen Übergewicht hatten dann doch die Gladbacher, von daher absolut verdient. Dieses 3:2. Ja. Nun ja, so ist das. Frankfurt genau. Hätte wichtige Punkte für die internationalen Plätze sammeln können, hat es damit liegen lassen. Gladbach sammelt noch ein paar Pünktchen, ob es letztendlich, denke mal, ja, großartig was bringen. Jetzt nicht, aber ja, wenn man noch 1-2 Plätze geklettern kann, nehmen sie das gerne auch noch mit in Kauf. Ja, Stabi. Ja, genau, so ist das. Ich kann dir da voll und ganz nur zustimmen. War ein munteres Spiel. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Frankfurt nochmal so zurückkommt. Wir haben wieder ein paar schöne Tore gesehen. Auch mal den schönen Kopfball von Götze. Klasse. Also das war echt ein super Spiel. War doch spannend. Es war jetzt mal nicht so ein 8:4 oder sowas. Das danke dafür, EA. Ja. Normalerweise, wir müssen uns ja jetzt immer täglich bedanken, damit, wenn die Spiele halt gut sind. Weil man weiß ja nie, wie sie ausgehen. Ja, das stimmt. Also ich fand's super unterhaltsam und ja. Absolut. Hoffen wir auf ein schönes Spiel. Richtig, genau. Auf ein richtiges. Auf jeden Fall. Schauen wir mal letztendlich, wer sich da als Sieger durchsetzen kann. Oder vielleicht gibt es auch ein Remis. Wir werden es sehen. Da sehen wir nochmal das schöne Tor. Und Hoffmann, wow, sehr schön. Boah. Ja, da guckt auch Trapp ganz unglaublich. Den hätte er sicherlich auch nicht so gesehen. Aber fast so ein bisschen so eine Kopie von Rodri, das 1:0 gegen die Bayern. War ja auch richtig schön. Naja, das war's von uns. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid, könnt ihr ein Like da lassen, könnt was in die Kommentare schreiben. Fühlt euch da frisch, fromm, fröhlich, frei. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt die Top-Spiel-Prognose mit dem lieben Schnappi und meine Wenigkeit. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.